So, hier nehmen wir unseren neuen Auftrag an. Und zwar Genf-Nürnberg haben wir jetzt gesagt. Ja, Genf-Nürnberg haben wir gesagt. Alles wieder repariert. So. Cool, also. So. 9 Stunden 33 Minuten 653 Kilometer sagt. Navigationssystem. Wir fahren einen Motorkühler 9 Tonnen zu RT-Lok in Nürnberg. Nürnberg waren wir eh schon einmal. Ja, Schweiz war jetzt unser viertes Land. So. Müssen wir noch schauen, wie wir jetzt fahren. Was machen wir dann, wenn wir auf der Autobahn sind? Ja, das mit Anhänger fahren klappt jetzt eigentlich schon ganz gut, also wir duschieren jetzt nicht mehr, wir nehmen die Kurven jetzt schon wirklich gut. So. Okay, Bern, Zürich wieder rauf, Stuttgart, Nürnberg, also eigentlich nicht viel anders, nur dass wir da rauf fahren halt. Dann auch gleich in Nürnberg, aber in Nürnberg stimmt, waren wir nicht, wir sind nur umgedreht in Nürnberg, stimmt, so war das. Ja, und in Nürnberg sind wir eigentlich im Herzen dabei. Auf der Karte. Ich habe ja noch nicht zu viel, aber. Kommt noch. Macht mir Spaß, also das kommt auf jeden Fall noch. So. Gut. Wir haben einen Fahrer jetzt eben. Wir haben den Kredit angezahlt. Petro ist brav. Die andere wird sich auch sicher als brav erweisen. Ja, jetzt sind dann alle drei LKWs unterwegs. Mit Auflieger.
Tank ist halb voll. Ich habe gesagt, nicht geschaut, wie viele Kilometer wir haben, aber können wir hier noch ein bisschen fahren, bis wir tanken müssen. Also wenn wir deutsche Grenze schauen, sind ungefähr die Hälfte. So, entspannter Modus. Rein in den Sitz. Und fahren. Das brauchen wir dabei eh nicht. Wir werden dann den letzten Punkt, den wir auf jeden Fall, also den Erfahrungspunkt, den nächsten, den wir kriegen, in die letzte Distanzfahrt stecken, also Fernfahrt. Warte mal bei Bären dann vorbei. Hier wunder frühe Ankunft. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. So ist das. Geschmeidig am Fahren schon. Dann mal zum Überholen an. Geht eh noch nichts. Dann bleiben wir wieder auf unserer Spur, damit die anderen überholen können. Fand da jetzt die LKWs vorbei. Gut, da rahmen wir uns dann gleich wieder an. Schon in Schweiz, die werden wir dann wieder Richtung Deutschland verlassen, leider. Bin auch gespannt, was in der Zeit meine Mitarbeiter so eingesammelt haben an Cash. Wir fahren jetzt um 4 Uhr in der Früh. Darfst du kurz überholen? Davon muss ich gleich wieder rüber.
Stuttgart. Ja, da hat mir Alpha da ein bisschen Gas geben, falls es ein Alpha war. Habe ich jetzt nicht so genau gesehen. Gleich wieder rüber. Kurze Zeit mich zu überholen. Fahre ich wieder rüber. Genau jetzt. Oh, was ist jetzt los? Aber muss sagen, schöne Strecke dabei, also ist wirklich ruhig. Jetzt muss man mal abbiegen. Jetzt dann glaube ich Richtung Grenze rauf. Fenster auf. Da ist die Grenze. Deutschland. Es ist noch immer halb voll, fast der Tank. Da werden wir dann in Nürnberg vielleicht tanken. Oder kurz nach Nürnberg, wenn wir dann wieder auf die Autobahn aufgefahren sind. Aber sonst wollen wir aber nicht tanken. Ich sag, wir kommen um 4 Uhr an. Was an? 3 Uhr kommen wir an. Oh, wir haben doch noch 5 Stunden vor uns. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht.
Man kann doch noch ein Stück. Ja? Stimmt. Doch noch ein Stickel. Aber echt locker zügig unterwegs. Könnten eigentlich jetzt in Deutschland mal wieder ein bisschen in die Eisen steigen. In der Nacht. Schauen wir mal, ob wir erwischt werden. Wow, so knapp. Warum? Ja, aber sieht man, dass wir auch Formel 1 fahren. Hier komme ich gut voran. Kreuz Stuttgart, da werden wir abbiegen. Nehme ich an. Na, Nürnberg ist geradeaus. Aber doch rüber. So. Oder 11, sagt der Arkhausvater. Spritbereich sagt natürlich jetzt auch. Gibt es jetzt eine Kurve, eine stärkere? Ja, sehr schön. So, Kreuzung Wandsberg. Geradeaus. Richtung Nürnberg.